Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit mir, dem Fred. Und heute, ihr seht es schon, ich habe alle Truhen fertig und die wollen wir natürlich jetzt gleich öffnen. Also eine epische. Eine Magietruhe, eine Riesentruhe, zwei Super Magicals. Was? Zwei Stück? Ja, denn ich habe hier noch... Nein, ich habe die noch gar nicht fertig. Ah, doch. Entschuldigung. Belohnung abholen, Entschuldigung, sie ist fertig. So, 20 obendrauf. Ja, sie ist fertig. Sie ist fertig. Es ist einfach alles fertig, man eben einen Screen machen. Huhu. So, also ich habe überlegt, die Kirsche oben auf dem Eis ist quasi noch, dass ich sogar noch den... Wo ist er denn? Warum habe ich gerade 20 FPS? Alter, willst du mich verarschen? Spiel? Moment, ich muss das mal eben fixen. Moment. So, ich habe hier im Shop nämlich noch den Königsgeist, den legendären, aber... ich würde sagen, es macht mehr Sinn, ich öffne erst die Truhen und werde dann den Königsgeist eventuell kaufen. Wenn ich ihn ja jetzt natürlich schon in der Truhe habe, dann brauche ich ihn ja nicht mehr zu kaufen. Also, rein und wir gucken jetzt mal und fangen mal ganz langsam an mit der epischen Truhe. Mit der epischen. Da ist natürlich eine epische drin. Was richtig geil wäre, wäre, wenn da der Klon drin wäre. Der Klonzauber, bitte! Klon! Na, Pech gehabt. Der Klonzauber, dann hätte ich ihn nämlich ein Level hoch machen können. Klonzauber ist einer meiner Lieblingszauber. Dann kommt jetzt die Riesentruhe. Boah, ich muss jetzt wieder so lange warten, bis wieder... Ja, quasi bis wieder die nächsten Truhen kommen. Das dauert jetzt so ewig. Ich glaube, 500 Truhen oder so. Dann habe ich wieder eine Super Magical. Also, das wird ein bisschen dauern. Aber wir haben ja noch zwei vor uns. Na gut, hier war nur Mist drin, aber egal. Was war denn drin? Rambok ist okay. So. Also, ich will zumindest... In den beiden Super Magicals will ich zumindest zwei Legendaries drin haben. Ich weiß, ich kenne die aktuellen Drop-Rates nicht mehr. Dafür war ich zu lange inaktiv, aber trotzdem, ganz ehrlich. Ja, wir haben eine schon. Ja, sauber. Wir haben die erste Legi. Ist es mir jetzt auch egal, welche das ist? Hauptsache, wir haben eine. Komm, was Gutes? Naja, der Eismagier ist okay. Oh, der ist sehr gut, wir können ihn upgraden. Ja, sehr gut. Die erste haben wir doch schon mal. Dann kommt jetzt Super Magical Chest Nummer 1. Ich habe schon so lange keine Super Magical mehr geöffnet. Das ist aufgrund der Preise. Okay, sie ist nicht mehr im Shop, aber aufgrund der Preise damals, es hat sich auch einfach nicht gelohnt. Okay. Ah, der Bomber. Der Bombenturm. Ja, noch eine. Sauber. Nächste. Die nächste Legi haben wir. Was wird es diesmal sein? Ist es die neue Karte? Oh, eine Karte, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ihr merkt es, Lavahund, 2 von 20. Das brauche ich nicht. Ja, egal. Besser, so eine Legi als gar keine. Und jetzt die aus der Quest. Die Quest ging sogar relativ schnell. Also ich muss sagen, die ging verhältnismäßig schnell, die Quest. Also hat gar nicht so lange gedauert, auch wenn ich 500 Punkte brauchte, es ging. Aha, Ritterstapel ist voll, da gibt's extra Gold. Golem. Er gibt mir doch einmal den... Habe ich einmal den Klon gekriegt? Ja, wir haben immerhin... Ja, geil, X-Bogen. Ich kriege nur die ganzen Epischen, die ich nicht gebrauchen kann. Aber egal, wir haben noch eine. Dann haben wir sogar... Wenn jetzt hier der Royal... Ja, okay, Elektromagier. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt hier der Royal Ghost nicht drin ist, dann kaufen wir ihn, dann haben wir 4 Stück. Dann hätten wir heute 4 Legis. 4 Legis. Und einmal kaufen, bitte. Ich kann sogar zweimal kaufen. Oder nee, der nächste kostet dann mehr, ne? Boah, der Shop ist am Laggen, ey, im Emulator, ist krass. Egal. Mein Deck ist auch am Laggen in dem Emulator, ich weiß gar nicht warum. Ja, ich würde mal sagen, ich stelle mal mein Deck direkt um. Moment, wir können erstmal verbessern wir jetzt unseren Kollegen Eismagier. Der kommt mir direkt rein ins Deck. Ich baue mir mal eins zusammen, dann testen wir das natürlich mal eben. Also, kurzer Cut, bis gleich. Okay, ich habe jetzt absolut keine Truhe mehr und... Ich habe mir jetzt gerade mein Deck kopiert und ich habe keine Ahnung, wie man das... Das ist natürlich das Problem. Du kopierst dir ein Deck und du hast natürlich absolut keine Ahnung, wie du das Deck spielen sollst. Woher auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit ununterbrochen mit meinen Lava-Hund-Decks gespielt, weil das natürlich absolut meine Lieblingskarte ist. Mal kombiniert mit dem Ballon. Mal kombiniert mit was anderem. Ja gut, ersetzt jetzt erstmal gar nichts. Er macht überhaupt nichts. Hallo. Okay. Dann kann ich ja direkt in die Offensive gehen. Hey, was macht der denn? Warum ist... Ey, willst du mich jetzt veräppeln? Ich habe jetzt bestimmt schon heute 3 oder 4 Spiele gemacht. Ah, mehr. 7, 8, 9, 10 Spiele. Und das ist jetzt das erste Mal... Das ist das erste Mal seit Tagen, dass der Gegner... Ah, oh, der war nicht da, oder was? Ich will einmal den...
Ich will die neue Karte ja wenigstens mal einmal testen, Leute. Ich will die neue Karte ja wenigstens mal einmal testen. Jetzt lenken wir natürlich mal eben seine Truppen ab, damit die nicht zu unserem nicht zu unseren Türmen laufen. Da ist er, da ist er, da ist er. Der läuft jetzt durch. Komm. Schön durchrushen, Kollege. Ja, 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 ja. Ah, schönes Ding. Schönes, schönes Ding. So, und dann kümmern wir uns mal eben ganz schnell da oben noch um seinen Turm und gleichzeitig um seinen Elixiersammler. Das ist der Plan. Ah, leider habe ich jetzt... Mein Giftzauber nicht parat. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt eigentlich total schlecht gespielt. Wir profitieren nur davon, dass er jetzt am Anfang nicht da war. Na, ist egal. Schön, schön, schön. Okay, er setzt den. Ich muss ja schon die Hütte setzen. Wir müssen jetzt tatsächlich den Golem mal so ein bisschen ablenken. Ah, der Golem könnte mir tatsächlich noch zur Gefahr werden. Wobei, wir machen das anders. Wir nehmen gleich den Tornado. Pass mal auf. So, nehmen wir ihn noch. Lauf doch rein. Ja, 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 ja. Alle rein in den Gift. Aber es reicht nicht. Ich glaube, den holt er sich, den Turm. Ja, das ist aber auch, wenn du zum Deck spielst, womit du absolut nicht zurechtkommst, dann ist es immer schwierig. Aber wir haben ihn zumindest jetzt mal gestoppt. So, jetzt haben wir ihn gestoppt. Jetzt können wir mal weitermachen da oben. Royal Ghost hinterher. Ja, 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 ja. So, komm, Kollege, lauf durch. Schwierig. Schwierig, wenn man nicht weiß, wie man die Karte spielen soll. Das ist immer ein Problem. Jetzt muss ich mal eben mich... Nein, jetzt setze ich den auch noch genau da rein. Ja, ist egal. So, du da oben hin. Hoffentlich setzt er jetzt irgendwas da rein. Ja, er hat den da reingesetzt. Naja, die Hoffnung besteht, dass wir da vielleicht nochmal durchkommen. 2-1 hat sein Turm noch. Unser Turm hat natürlich noch mehr, aber das wird... Es könnte auf ein Unentschieden hinauslaufen. Vor allem, wie viel will er denn da jetzt noch setzen von seinen Elixiersammlern? Das wird ja langsam, wird das ja lachhaft. Komm. Gift. Ja, ist er drin? Ja, 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 er ist drin im Radius. Sehr gut. Königsgeist. Aber wir kommen nicht durch einfach. Wir kommen einfach nicht durch. So, Leute. Alle in den Radius rein. Also wird auch wieder nicht reichen. Das reicht auch wieder nicht. Ich denke mal, Alter, der Golem, der ist so schwer zu verteidigen einfach. Boah, schwierig. Ah, das war's, glaube ich. Ja, ja, wir haben verloren. Wie kann man das Spiel überhaupt verlieren? Also, das ist immer die Sache, wenn du nicht weißt, wie du mit dem Deck spielen sollst. Ganz ehrlich, was willst du machen? Das erste Mal das Deck gespielt. 2-3 Fehler natürlich gemacht, aber ist egal. Das ist egal. Das muss sein. Immerhin, wir haben den Königsgeist. Ich könnte ihn ja auch noch upgraden. Ich will doch einfach nur den Klon haben. Oh, ich krieg ihn einfach nicht. Habe ich ihn im Shop? Nein, natürlich nicht. Wo ist denn mein normales Deck? Hier. Das ist mein normales Deck gerade, aber bis am Ende dieser Episode, ich muss echt aufpassen. Ich muss den ganzen Huster rausschneiden. Alter. Ich bin immer noch gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Für mehr Clash Royale lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich muss jetzt die ganzen Truhenplätze mal wieder füllen. Ich muss mir erstmal ein Deck raussuchen, das Deck gerade. Oder ich muss mich halt mal einspielen damit. Aber so, wenn du das erste Mal ein Deck ausprobierst, ist es natürlich immer Mist. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis später. Macht es gut. Tschüss.